Es ist wieder Zeit für ein neues Märchen. Und das Märchen heißt Der Wolf und die sieben Geißlein. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Katrin und wir lernen natürlich Deutsch. Heute erzähle ich eine Geschichte von den Brüdern Grimm. Ein Märchen. Und das Märchen spielt in einem Wald. Es gibt sehr viele Bäume und im Wald ist es dunkel. Und im Wald wohnt eine Ziege, eine Mama-Ziege. Und wir nennen sie auch die Geiß. Geiß ist ein altes Wort für Ziege. Und diese Geiß hat sieben Geißlein. Also die Ziege hat sieben kleine Ziegen. Sieben Geißlein oder sieben Zicklein. Und die Familie wohnt im Wald. Aber die Mama-Ziege, die Geiß, muss Essen finden. Sie will in den Wald gehen. Sie muss weggehen. Und die Kinder bleiben zu Hause. Die Kinder sind zu Hause, aber die Mutter ist nicht zu Hause. Und die Mutter sagt zu ihren Kindern, passt gut auf, geht nicht in den Wald, bleibt zu Hause und macht nicht die Türe auf. Vielleicht kommt der Wolf. Der Wolf ist böse. Der Wolf will euch aufessen. Der Wolf ist böse. Der Wolf darf nicht ins Haus. Die Zicklein bleiben im Haus und der Wolf darf nicht ins Haus. Macht nicht die Türe auf. Und die Zicklein sagen, okay Mama, wir haben es verstanden. Wir machen nicht die Türe auf. Wir machen nicht die Türe auf. Der Wolf ist böse. Und die Mutter geht in den Wald. Dann klopft es an die Türe. Wer ist das? Es klopft. Wer ist das? Eine Stimme ruft, liebe Kinder, macht auf! Ich habe Geschenke für euch. Es ist eine tiefe Stimme. Sie ist nicht hoch, sie ist tief, eine tiefe Stimme. Und sie klingt böse, nicht gut, böse. Wer ist das? Die Zicklein rufen, nein, wir machen nicht auf. Du bist nicht unsere Mama. Unsere Mama hat eine hohe Stimme. Sie ist freundlich. Deine Stimme ist nicht hoch. Deine Stimme ist tief. Und deine Stimme ist böse. Du bist nicht unsere Mutter. Wir machen die Türe nicht auf. Der Wolf ärgert sich. Er ist wütend. Er ärgert sich. Und er geht von dem Wald in die Stadt. In der Stadt kauft er ein Stück Kreide. Und der Wolf isst die Kreide. Jetzt ist seine tiefe Stimme nicht mehr tief, sondern hoch. Jetzt ist seine Stimme hoch. Der Wolf hat eine hohe Stimme. Und der Wolf geht zurück in den Wald und klopft. Die Zicklein hören das Klopfen. Wer ist das?
Der Wolf ruft: Liebe Kinder, macht auf! Ich bin eure Mutter! Ich habe Geschenke! Und die Zicklein denken: die Stimme ist nicht tief, sie ist hoch. Ist das unsere Mama? Aber vielleicht ist es der Wolf. Die Zicklein schauen aus dem Fenster und sie sehen eine schwarze Pfote. Der Wolf hat keine Hand, der Wolf hat eine Pfote und die Pfote ist schwarz. Und die Zicklein sehen die schwarze Pfote. Und da wissen sie, es ist nicht die Geiß, es ist nicht die Mutter, es ist der Wolf. Wir machen nicht auf, du bist nicht unsere Mutter. Unsere Mutter hat eine weiße Pfote und deine Pfote ist schwarz. Wir machen nicht auf. Der Wolf ärgert sich, er ist ärgerlich und er geht vom Wald in die Stadt. Der Wolf geht zum Bäcker. Der Bäcker hat viel Mehl. Aus dem Mehl macht der Bäcker Brot. Und der Wolf macht seine Pfote in das Mehl. Das Mehl ist weiß. Und jetzt ist seine Pfote auch weiß. Der Wolf geht zurück in den Wald. Und er klopft. Liebe Kinder, macht auf! Ich bin eure Mutter! Ich habe Geschenke! Die Zicklein überlegen. Deine Stimme ist hoch. Wie die Stimme unserer Mutter. Aber zeig uns erst deine Pfote. Da legt der Wolf seine Pfote in das Fenster. Und die Pfote ist weiß. Oh, deine Pfote ist weiß, wie die unserer Mutter. Die Zicklein denken, es ist ihre Mutter. Sie denken, es ist die Geiß. Und sie freuen sich und sie machen die Türe auf. Aber dann sehen sie, es ist nicht die Mutter. Es ist der Wolf. Die Zicklein bekommen Angst. Das erste Zicklein muss weinen. Das zweite Zicklein versteckt sich unter dem Tisch. Das dritte Zicklein versteckt sich unter der Bank. Das vierte Zicklein versteckt sich unter dem Teppich. Das fünfte Zicklein versteckt sich im Bett. Das sechste Zicklein versteckt sich in der Schublade. Und das siebte Zicklein versteckt sich in der Standuhr. Der Wolf läuft durch das ganze Haus und er sucht die Zicklein. Der Wolf findet das erste Zicklein. Er frisst das erste Zicklein. Der Wolf findet das zweite Zicklein. Er frisst das zweite Zicklein. Der Wolf findet das dritte Zicklein und er frisst das dritte Zicklein. Der Wolf frisst alle Zicklein auf, aber das siebte Zicklein findet er nicht. Er weiß nicht, wo das siebte Zicklein ist. Dann geht der Wolf nach draußen an einen Brunnen und schläft ein. Da kommt die Geiß nach Haus, die Mutterziege. Und sie sieht, die Türe ist offen. Warum ist die Türe offen? Sie kommt ins Haus und sie sucht die Zicklein.
Aber die Zicklein sind nicht da. Sie ruft: Hallo, wo seid ihr? Wo seid ihr, Zicklein? Aber niemand antwortet. Die Zicklein sind nicht mehr da. Plötzlich hört sie eine Stimme. Liebe Mama, ich bin hier. Das ist das siebte Zicklein. Und die Mutter findet das siebte Zicklein in der Standuhr. Und das kleine Zicklein erzählt die Geschichte vom Wolf. Und die Mama, die Geiß, ist sehr ärgerlich. Sie ist wütend. Die Ziegenmutter geht nach draußen. Sie geht zum Brunnen und dort schläft der Wolf. Die Ziegenmutter hat eine Schere, eine Nadel und einen Faden dabei. Und sie schneidet dem Wolf den Bauch auf. Und da kommen die anderen Zicklein aus dem Bauch heraus. Zicklein 1, Zicklein 2, Zicklein 3, alle Zicklein sind wieder da. Dann holen die Zicklein große, schwere Steine und sie legen die Steine dem Wolf in den Bauch. Und die Mutter näht den Bauch wieder zu. Dann gehen die Ziegen wieder nach Hause. Und als der Wolf aufwacht, möchte er etwas trinken. Er möchte Wasser aus dem Brunnen trinken. Er beugt sich in den Brunnen, und die Steine sind so schwer. Er fällt in den Brunnen und er trinkt. Er stirbt, er ist tot, weil er in den Brunnen gefallen ist. Aber die Ziegen können leben. Sie sind glücklich. Sie rufen: Der Wolf ist tot! Der Wolf ist tot! Es ist toll! Wir haben keinen bösen Wolf mehr. War die Geschichte gut oder okay oder nicht so toll? Schreibe mir gerne einen Kommentar. I always appreciate it if my viewers take the time to give me some feedback, because then I can learn and improve the videos I'm making. If the content I'm creating helps you to learn German in a natural way, please consider maybe signing up for my Patreon or taking a look at my webpage, where you can see what else I'm creating, what I'm offering. For example, live courses, self-study courses, or my ebook. All the links you need for that are in the description box. Ich wünsche dir viel Spaß beim Deutschlernen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss!